So, jetzt war der nächste Job. Irgendwas werkstellen mit der Werkbank. Wo hat er denn gesagt? Hans Gierde. Der Junge. Aufgaben. Hier sind die genau. Die beiden Dorf, das Rätsel um den Ort, haben wir noch nichts. Ich muss das hier machen. Also ich denke mal, ich muss auf jeden Fall das versuchen, heute noch zu erledigen. Ich würde gerne den Leichnam von Lenz untersuchen. Das war ja, glaube ich, Richtung Westen. Aber ich habe hier, glaube ich, keine vernünftige Zusammenfassung von der ganzen Geschichte. Aber wir werden jetzt hier den Weg mal runtergehen. Hier. Also Kirche. Arzt. Nein, wir müssen hier raus. Westen. Sie sehen schon anders aus, die Stöcke, meine ich. Die Stöcke. Also ich habe ja schon Stöcke gesammelt, ein paar. Also vier Stück habe ich schon. Irgendwo war hier auch, glaube ich, die Werkbank, ne? Meine ich letztens. Ja, da. Der Werkbank. Laterne, Puppe. Wo ist denn das Rezept? Ich glaube, das müssen wir erst aktivieren. Achso, sie sehen schon anders aus. Die Bienenstöcke. Jo, alles klar. Werden wir sehen, werden wir sehen. Rezeptsammlung. Bauplan für eine besondere Angel. Ein Stock. Rezept lernen. Rezept gelernt. Besondere Angel. Uns fehlt die Schnur. Uns fehlt die Dose. Der hat euch erzählt, wo wir die Dosen finden. Ne? Na gut. Das können wir später machen. Wir müssen jetzt, bevor es dunkel wird, den einen Bauern mal aufsuchen. Guck mal, der Betrunken lebt wieder. Ja, entweder hier raus, aber er hat ja gesagt, am Zaun. Beim Lager von die Pasqualini-Burschen. Die sind überfällig. Sonst kommt der Bortenkäfer und dann sind sie hier. Oh weia, da hast du recht. Da ist die Blutlache. Tarot. Das irgendwie falsch gemacht. Erstmal E-Tatort untersuchen. So, hier E. Das muss die Stelle sein, an der Lenz Glas Leiche gefunden wurde. Den Boden genauer untersuchen, die Umgebung genauer betrachten, weggehen. Der Boden hier ist feucht und rutschig vom letzten Unwetter. Es haben sich mehrere Pfützen gebildet. Oh, der Boden ist wirklich sehr rutschig. Nein. Oh, jo. Oh, jo, 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 jo.
So. Da hat jemand am Würfel rumgeschliffen. Genau, jetzt war es wieder gepasst. Habe ich jetzt verloren? Der Boden ist etwas unebig und matschig. Auf dem rutschigen Gras drohst du den Halt zu verlieren. Zum Glück hast du dir gestern nicht so viel des lokalen Bieres einschenken lassen. Du findest deinen Halt wieder. Weiter. Bauchgefühl. Könnte Lenz auch gestürzt sein und sich dabei verletzt haben? Vielleicht kannst du die Leiche in Augenschein nehmen und Hinweise darauf finden, was hier passiert sein könnte. Bauchgefühl. Da werden wir mal was trinken. Boah. Wow. Misserfolg. Kurz. Hattest du einen Geistesblitz? Zu kurz. Die Idee ist wie weggeblasen. Wie zwei Erfahrungspunkte, die Umgebung genauer betrachten. Der Weg führt durch den Wald und gabelt sich an dieser Stelle. Ein kleinerer Weg zweigt in Richtung eines kleinen Wohnhauses ab. Scharfsinn, die Umgebung betrachten. Der Weg in den Wald gabelt sich ab und ein kleiner Weg zweigt in eine Richtung vom kleineren Haus ab. Jetzt können wir Wasser einsetzen. Ich sag doch, da hat einer eine Würfel gefeilt. Da gibt's ja wohl nicht. So, als wenn das mit Absicht ist hier im Spiel. Mein Zeit. Du stehst westlich vom Wirtshaus. Hier endet das Dorf. Der Weg führt von hier aus Richtung Schaumeierhof. Du siehst, wo er im Wald verschwindet. Muss der Weg sein, den Lenz nach seinem Besuch im Wirtshaus genommen hat. Weiter. Angesichts deiner eigenen Kombinationskünste bist du sehr von dir selbst angetan. Deine Motivation steigt erheblich. Das kleine Haus betrachten. Du kannst von hier aus die Fenster des kleinen Hauses sehen. Dann müsste es auch möglich sein, von dort den Tatort zu beobachten. Vielleicht haben die Bewohner ja was gesehen. Bauchgefühl. War da was? Nee, aber Gott sei Dank geskillt. Jetzt haben wir wieder Glück. Auf unser Bauch können wir uns immer verlassen. Ja. Soll ich jetzt jubeln? Während du das Wohnhaus betrachtest, siehst du im Augenwinkel eine Bewegung. Die Gardine am Fenster ist zugefallen. Ganz kurz hast du doch das Gesicht einer älteren Frau gesehen, bevor es hinter dem Vorhang verschwand. Ich bin auf das Gespräch vorbereitet, da ich sie bereits zuvor erspäht habe. Anscheinend versteckt sich dort eine ältere Dame und beobachtet dich. Sie ist sicher misstrauisch, du nimmst dir vor, im Gespräch mit ihr all deinen Charme spüren zu lassen. Das muss die Stelle sein, an der Lenz Glas Leiche gefunden wurde. Okay, aber kann man hier jetzt nicht mehr F machen? Doch. Da wollten wir aber jetzt den Scharfsinn noch mal ein Brezel essen. Brezel.
Also ich soll echt nur zum Fenster gehen, das ist alles. So geht's nicht weiter. Zum Haus. Es fragt sich jetzt dieses Fenster. Unsere Abgabelung. Hier, da, dieses Fenster. Aber warum kann ich das denn nicht sammeln? Das ist sehr wahrscheinlich der Hinweis, du kannst zum Fenster gehen. Das heißt, ich hätte dann die Würfelei nicht machen brauchen. Egal. Bisschen Rumrätsel am Anfang. Mal so ein bisschen geguckt. So, Tür ist nichts, also Fenster. Hat sich hinter dem Vorhang etwas bewegt? Eine ältere Dame beobachtet dich ganz vorsichtig durch ihre vergilbte Vorhänge. Was vor ihrem Fenster passiert, bestimmt macht sie das häufiger. Vielleicht hat sie etwas beobachtet. Entschuldigen Sie bitte. Die Frau zuckt sichtlich zusammen. Der Vorhang fällt zu. Hinter der Gardine ist ihre Silhouette aber noch zu erkennen. Verzeihung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Können Sie mir vielleicht helfen? Na, mit fremden Leid, rede nicht. Gängers weg. Mein Name ist... Schleichti, ihr redet nicht mit Fremden. Wow. Wie viel Ausstrahlung haben wir noch? So gut wie nix, ne? Ja. Scharfsinn haben wir noch ein bisschen. Verzeihen Sie bitte vielmals die Störung. Keinesfalls möchte ich mich aufdrängen. Mir scheint, als hätten Sie den Ort hier gut im Blick. Also, so wie Sie sich anhört, garantiert nicht. Bauchgefühl. Bin ich denn wirklich fremd? Gute Christenmenschen sind doch untereinander nie fremd. Meinen Sie nicht auch? Sehr diplomatisch, nicht schlecht. Mir reicht's jetzt. Machen Sie das verdammte Gartentor auf. So. Ganz genau. Geht immerhin darum, auch Näheres zu wissen, wer hier der Mörder ist und wer nicht oder ob es ein Unfall war. Och, Entschuldigung, können Sie mir mal bitte da helfen? Ja, Pustekuchen, das ist eine Bürgerpflicht. Das ist ein Offizialdelikt, der da stattgefunden hat. Tja. Ja, ja, ist schon recht, bevor sie da noch grantig werden. Mei, die junge Leid. Die Eule am Fenster, die traut mir. Ja, wie kann ich denn jetzt mit ihr sprechen? Ist sie rausgekommen? Nein, du musst ja nochmal E drücken, ne? Er sollte am Fenster in der Nähe des Tatorts befragen. Dieses Tor führt in den Garten. Oh, die ist ja da. Keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach erstmal alles mit, aber normalerweise macht man das nicht, ne? Aber ich bin Regierungsbeamter.
So, die ältere Dame beäugt sich kritisch. Schön, dass wir miteinander sprechen können. Mein Name ist Schmidt und Sie? Bestimmt haben die Leute im Ort dir gesagt, ich bin die Fenstlerin, weil ich den ganzen Tag am Fenster hock. Mir ist es wurscht. Ich bin die Maurer Henriette. Da sieht man fein schon alles Mögliche. Das können sie mir glauben. Die Leute sagen hinter meinem Rücken, weil ich hätte so viel Zeit. Deswegen darf ich den ganzen Tag am Fenster hocken. Dabei ist es der größte Schmarrn. Wenn ich von irgendetwas gar nicht mehr viel habe, dann ist es Zeit. Das ist kein schönes Gefühl, das sage ich einer. Wenn man weiß, dass man jetzt stirbt. Also jeder stirbt, das ist ganz klar. Aber nicht jeder weiß, dass seine Tage Zeit sind. Aber ich hab überhaupt erst alt werden dürfen. Ob das ein Fluch oder ein Segen ist, weiß ich nicht. Brauche ich auch nicht wissen. Das liegt in der Hand Gottes, sagte Herr Pfarrer Euwei. Der Christlich. Ist schon ein guter Mo. Ja, mei, das mit seiner Haushälterin, der Frau Oberlechner. Jeder hat ein Laster. Mir ist das wurscht. Das muss er mit dem Herrgott diskutieren. Die werden sich schon noch einig werden. Der ist ein guter Mo. Sogar zu dem Lenz, dem Toten, war er immer freundlich. Obwohl der sie oftmals gar nicht beliebt gemacht hat. Können wir uns über den Lenz unterhalten? Oder haben Sie schon eine Raubbande gehört? Naja, das fragt sich jetzt, ne? Das zuerst, ne? Aber wir machen erstmal hier den Lenz. Den hat nicht jeder Ming. Da am Schormeierhof geht's manchmal auch drunter und drüber. Und der Junge, der Lenz, Gott hab ihm selig. Der hat sich vor allem im Wirtshaus bei der Gschwendnerin gerne mal aufgeführt. Dem Alkohol war er auch nicht gerade abgeneigt, wenn ich das so sagen darf. Was genau da allweil passiert, weiß ich natürlich nicht. Ich gehe nicht mehr in die Wirtschaft. Das ist mir zu laut und ich mag nicht, wie die Leute schauen. Gerade am Sonntag, da geht's allweil zu. Was war da noch los? Ah ja. Ich weiß noch, da habe ich nämlich nicht schlafen können, weil mir der Rücken so weh da hat. Dann habe ich nochmal auf den Topf müssen und dann habe ich aus dem Fenster geschaut. Im Wirtshaus war nur Licht an und da habe ich den Schorsch gesehen. Der ist da vorne den Waldweg lang, allein war er. Ich glaube, der hat einen ziemlichen Rausch gehabt. Keine Ahnung, wo der um die Uhrzeit hin wollte. Ich bin dann wieder ins Bett. Mir sind Füße kalt worden, wissen Sie? Ja, so war's. Genau. Ich bin vielleicht alt, aber blöd bin ich nicht. Aber was da sonst noch los war, weiß ich wirklich nicht. Und jetzt bin ich armiert. Ich muss mich mal healing. Grüßen Sie mir den Herrn Pfarrer ganz herzlich. Das ist ja dann für einen Schorsch nicht gerade eine Entlastung, ne? Die Aussage. Haben Sie schon von der Räuberbande gehört? Die was? Ah, die Räuber im Wald. Ja, das habe ich schon gehört. Mei, schön ist sowas nicht, gell? Aber ich meine, wo geht denn noch hin, wo sie mich finden könnten? Ich habe schon mitgekriegt, dass sie jetzt ein paar von den Männern an den Brücken zum Ort aufgestellt haben. Das ist natürlich auch wichtig. Ich glaube, der Reiber, der heißt irgendwie ausländisch. Wie war denn das gleich? Ah, Pasquini, wie der Kini. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Die sind anscheinend vom Mammendorf oder so. Und da überall bekannt. Weil die alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Alles. Sogar Kühe haben die schon mitgenommen. Und Kinder. Die armen Kinder, stellen Sie sich das einmal vor. Also auf jeden Fall sind das keine guten Leute, die Passkinis. Da macht das Schwammel so keine Freude mehr. Das können Sie sich bestimmt vorstellen, oder? Also nicht, dass ich nur irgendwas suchen gehe da den Wald. Aber die Kathi und der Peter zum Beispiel, die sind ständig im Wald für ihre Rahmschwammel. Mei, die sind gut, das sage ich ihnen.
Die müssen es unbedingt einmal probieren. Also, ich weiß nur, in der Nacht bin ich ja gekommen. Und da hatten wir ja diesen Streich an der Brücke gespielt. Das ist natürlich aber auf der anderen Seite des Dorfes gewesen. Also im Osten oder Westen, also auf jeden Fall auf der anderen Seite, da wo die Brücke ist. Nicht, dass dann hier die Dorfleute hier, also die hier Wache stehen, ja ebenfalls vorsichtig waren und aus Versehen da irgendwie den Leubel erschlagen haben. Nicht, dass letztendlich wir noch die Ursache für dieses Theater sind hier, dass da einer gestorben ist. Wollen wir mal nicht hoffen. Hat mir so eingefallen. Ein Hühnergänger ist auch schön. Oh, es ist natürlich schon bald dunkel. Er fragt sich, ob wir von hier aus überhaupt noch zum Bauernhof kommen. Ich weiß nicht, ob man hier wirklich... Ich habe doch jetzt schon geguckt. Normalerweise müsste das doch dann... Es ist einfach das Fenster der Dame. Aber hier ist ja nichts. Das ist jetzt reine Verschwendung meiner Konzentration. Na, verstehe ich nicht. Ist er direkt vor der Nase hier. Ist das schon wieder so komisch geladen? Achso, wir können mal gucken, ob die Vergiftung noch zählt, ob die noch da ist. Ne, die ist jetzt abgearbeitet mittlerweile. Können auch mal gucken, ob hier die Sachen irgendwas bringen. Rettich. HP. Stein haben wir. Kugel zum Kegeln. Löwenzahn. Generiert ja auch nur HP. Ein Ei. Nur ein Hühnerei. Können wir vielleicht was mit kochen später. Mohnblume, Stiefelz hatten wir schon. Schwarzen Binsel. Binsenkraut auch. Bringt nichts zum Heilen. Guck mal jetzt hier so. Jetzt kann man immer am besten alles finden. Bei diesen Witterungsumständen. Aber. Schaumeierhof. Wo ist denn hier der Eingang? Falsche Seite. Oder war hier gar kein Haus, sondern nur ein Polder. Ich würde doch hier einen hacken. Da ist er doch.
Stock. Die Männer scheinen in ihre Arbeit vertieft. Haas? Geht nicht. Hier geht gar nichts. Kiste. Puh, soll ich jetzt echt ein Schloss knacken vor deren Augen? Oh, wie komme ich denn jetzt zu dem Hof? Ne? Können wir mal auf die Karte gucken? Wir sind am Fluss schon. Ja, das ist da, wo die Dame war mit ihrem Garten. Ungefähr da hätte man, vielleicht ist da ja der Hof von dem. Hier unten ist der Hof. Ne? Das schafft man gar nicht mehr hinzukommen. Das könnte jetzt eigentlich wieder zurückgehen. Das war die falsche Richtung. Ich komme irgendwie nicht weiter, ich kann auch nichts mehr sehen, es ist einfach zu dunkel. Zur Kiste kommen wir noch. Schloss knacken. Klar. Schnur. Nochmal Leder, Schmieröl. Boah, Schmieröl ist 69 Pfennig wert. Aber nicht schlecht. So,
Jetzt sollten wir natürlich langsam zurückgehen. Wir könnten natürlich jetzt eine Lampe anmachen. Hier noch mehr ist. Aushang. Irgendein Aushang, er ist bereits sehr verwittert und schwer zu lesen. Schade, doch Erfolg, ne? Die machen da irgendwie so einen Querschnitt oder so. Also, mal gucken. Das ist einer der Aushänge des Lehrers. Ein Zitat. Alle Kunst, praktische Erfolge, besteht darin, alle Kraft zu jeder Zeit auf einen Punkt, auf den wichtigsten Punkt zu konzentrieren. Ferdinand Lassalle. Ja, vielleicht etwas, was wir gerade nicht so richtig machen, weil wir scheinen uns auch so ein bisschen gerade zu verzetteln. Ne? Aber wir sind ja auch neu hier und müssen uns noch erst orientieren. Salz. Ich habe mir gedacht, so jetzt das so ein bisschen hier mal ausnutzen, Sachen mitnehmen, die wir können. Steine lasse ich mal. Mal gucken, wie schwer ist überhaupt so ein Stein. 025, ja, es geht, es geht, es geht. Kann man doch mitnehmen. Wer weiß, wofür wir den auch brauchen. Da steht da, es wird langsam dunkel, ich sollte schauen, dass ich schleunigst ins Pferdshaus komme und dort die Nacht verbringe, wenn ich keinen Ärger mit den Wachen bekommen will. Okay. Was sagen wir immer, Zeit hier so ein bisschen ein paar Sachen zu erkunden und mitzunehmen. Hier ist doch schon das Wirtshaus, ne, oder?
der Bauernhof. Gehen wir mal schlafen. Eintreten. Ja, bis zum nächsten Morgen, ne, würde ich mal sagen. Nur 6 Uhr, 7:30. So hat der Pfarrer den Beziehungen und seine Haushaltshilfe der älteren Dame etwas angedeutet. Wohin war Schorsch nachts noch unterwegs? Genau, da müssen wir mal gucken. Eventuell den Schorsch noch mal fragen, bevor wir loslaufen. Der Schorsch ist auch meistens in der Kneipe. Ist der nicht hier? Ja, aber doch. Hallo Schorsch. Kann es sein, dass du in der Nacht noch am Tatort gesehen wurdest? Kannst du mir das erklären? Na, da werde ich schon was zum Tor gehabt haben. Das ist ja nicht verboten. Oder ist so mein Handerlaufer jetzt auch schon verboten, hä? Ist das etwa? Nein, verboten ist natürlich nicht. Kannst du mir denn sagen, was du da gemacht hast? Ja, können wir jetzt am Morgen essen, Weißwürste? Kannst mir du nachher sagen, warum ich deine blöden Fragen überhaupt beantworten soll, hä? Du lässt mir jetzt einfach mit meinen Rührschlage vor. Ja, jetzt kannst du deine Fragerei aber sein lassen und dich aufs Wesentliche konzentrieren. Oder du schaust besser, dass du Land gewinnst, aber ganz schnell. Ja, das Bier, das kannst du aber auch stehen lassen. Naja. Das war nicht so gut. Spielsüchtiger, hast du Lust, Runde zu würfeln? Freilich. Ich möchte nicht um Geld spielen, lass uns einfach unser Glück auf die Probe stehen. Wenn ich jetzt mir recht überlege, habe ich doch keine Zeit dafür. Man kann das Geschick besser machen. Aber wir lassen das mal. Auf der anderen Seite können die natürlich auch vielleicht Infos haben, ne? Wenn man mal einmal so mit dem gespielt hat. Wenn er Schulden hat bei mir, dann. Freilich spielen wir um 10 Pfennig. Ich lieg echt schlecht.
verliere hier nur. Nee, ich habe keine Lust mehr. Machen wir eins. Alles klar. Nein, danke. Ich bin von meiner Spielsucht geheilt. Dankeschön. Was der wie? Aber wir haben ja genug Geld. Immerhin 129. Aber wie gesagt, ich habe ja auch gute Sachen. Schmieröl hatte ich ja irgendwo geholt. Ne? Hier ein Hammer könnten wir noch verkaufen. Leder. Also arm sind wir nicht. Hat der Pfarrer eine Beziehung mit seiner Haushaltshilfe? Die ältere Dame hatte etwas angemerkt. Gut, das heißt, man könnte also theoretisch auch noch mal kurz beim Pfarrer vorbeigucken. Könnte mal sein, der wird wohl hier sein. Der schlanke Mann auf dem Friedhof vor der Kirche atmet tief durch, als er dich sieht. Gott zum Gruße und willkommen in unserer beschaulichen Gemeinde. Was führt dich zu uns? Valentin Schmidt ist mein Name, Physikalsberichterstatter und erhielt diese Funktion auch hier. Scheint mir jedoch, dies ist ein ungünstiger Moment für meinen Bericht. Da sprichst du wahre Worte, lieber Valentin. Es sind schwierige Zeiten, in denen du zu uns gestoßen bist. Eine furchtbare Tragödie hat sich ereignet und die Gemeinschaft muss zunächst wieder zu Frieden und Einigkeit zurückfinden. Aber kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ich bin froh, dass Sie fragen, Herr Pfarrer. Pfarrer Beierle hat einen gütigen, aber erwartungsvollen Blick. Sie haben von einer Tragödie gesprochen. Was ist denn vorgefallen? Lieber Valentin, das ist eine gute Frage. Eigentlich war es ein Sonntag wie jeder andere. Wir haben eine schöne Messe gehalten und anschließend kommen die Leute hier gerne im Wirtshaus zusammen. Auch ich stoße meistens dazu und sitze mit den wichtigen Entscheidungsträgern des Ortes beisammen. Ein ganz normaler Sonntag eben. Bedauerlicherweise haben wir auch ein paar jüngere Mitglieder der Gemeinde, die im Wirtshaus oftmals auf ungebührliche Weise über die Stränge schlagen. Ungebührlich, sage ich dir. Leider war es so, auch am besagten Sonntag. Diese Unruhestifter saßen etwa zwei Tische von uns entfernt und wurden immer lauter. Lauter und lauter, bis man sein eigenes Wort kaum mehr hören konnte. Der eine oder andere von denen hatte da gewiss schon zu tief ins Glas geschaut. Nun ja, Hopfen und Malz, Gott erhalt's. Und so sah ich in meiner großen Verantwortung gegenüber. Nämlich der Verantwortung, als Vorsteher der geistlichen Gemeinde den Frieden im Ort zu wahren. Dazu gehört selbstredend auch der Frieden im Wirtshaus. Ganz besonders im Wirtshaus. Nach all dem Krieg brauchen wir wieder Frieden. Meine wohlgemeinten, aber mahnenden Worte wurden jedoch nur mit Hohn und Spott quittiert. Uneinsichtige Ablehnung, flegelhaftes Benehmen. Anders kann man das bei Gott nicht nennen. Flegelhaft. Unser lieber Schorsch hatte diese Gottlosigkeit in seinem Herzen nicht ertragen können. Der junge Mann war so mit Mut beseelt in dem Versuch, mich und die Kirche gegen diese Flegelhaftigkeit zu verteidigen. Es war eine wahre Wonne, ihm in die leuchtenden Augen zu schauen. Natürlich habe ich ihn wieder beruhigen wollen. Vergebe auch den Schuldigen, sagt er bereits unser Herr Jesus Christus. Und dann ging alles ganz schnell. Mit einem Mal stand der Schorsch am Tisch der Halunken und hat sie zur Rechenschaft gezogen. Die Grobheit, mit der diese Flegel ihm begegnet sind, ist kaum in Worte zu fassen. Grobheit, sage ich da.
Auf diese Barbarei haben wir uns freilich nicht eingelassen. So haben wir unsere Schulden bei der guten Frau Gschwendtner beglichen und sind unsere Wege gegangen. Gott sieht alle Sünden. Ich habe noch in dieser Nacht für diese Flegel gebetet, dass der Herrgott ihnen ihre Unverschämtheiten vergibt. Unverschämtheiten. Das ist sehr großzügig von Ihnen, Herr Pfarrer. Vielen Dank für die Auskunft. Selbstverständlich. Lass mich jederzeit wissen, wenn ich dir helfen kann, lieber Valentin. So, ich glaube, jetzt muss ich erst einmal mein Pfeiferl rauchen. Da wäre aber noch mal was. Wer genau war an diesem Streit im Wirtshaus beteiligt? Ich möchte natürlich keine Gemeindemitglieder anschwärzen, aber der Herr Leubel Corbinian, unser Dorflehrer, muss erwähnt werden. Muss. L-O-I-B-L. Ja, ich wohl Aufsässiger. Aufwiegler. Der ist da gesessen mit dem Schweighöfer, dem Lenz vom Schormeierhof und dem Hans Gürtel beisammen. Da saßen diese Unruhestifter und haben ihre Unverschämtheiten von sich gegeben. Also früher hätte so etwas nicht gegeben. Früher haben auch die jungen Leute noch Respekt gehabt vor der Würde der Kirche und des Amtes. Aber diese Flegel kennen so etwas gar nicht. Respekt und Anstand. Unverschämtes Pack. Aber auch diese Leute werde ich natürlich in meine Gebete schließen und den Herrn um Vergebung für deren Sünden bitten. Natürlich. Und wer ist bei diesem Konflikt auf Ihrer Seite? Auf meiner Seite? Du meinst auf der Seite der Gemeinde? Der Schorf. Also der Rechtschaffenden? Der Allgemeinheit? Die Frage sollte doch eher sein, wer ist da nicht? Du meinst gewiss, wer am besagten Abend mit mir an einem Tisch saß. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Als Vertreter der Kirche sitze ich schlicht mit Gemeindemitgliedern am Tisch. Da mache ich keinen Unterschied, musst du wissen. Keinen. Also den Schorsch habe ich ja bereits erwähnt. Unsere treue Seele. Der Alois war auch dabei. Und der Herr Bürgermeister selbstverständlich. Aber ich könnte mich auch irren. Wie ich sagte, keinen Unterschied mache ich da. Tja, dann fragen wir ihn mal nach der Haushälterin. Frau Oberlechner? Ja, die Renate. Eine gute Seele und, das kann ich nicht genug betonen, eine hervorragende Haushaltshilfe. Die ist schon eine ganze Zeit bei mir. 12, 13, also schon mehr als 10 Jahre auf jeden Fall. Die arme Renate hat es auch nicht immer leicht gehabt. Weißt du, der Herrgott hat Renates Mann leider schon vor einiger Zeit zu sich geholt. Da blieb sie ganz alleine mit dem Bub zurück. Inzwischen ist der natürlich auch kein Bub mehr, der Maxl. Ach, der Maxl. Und so kam die Frau Oberlechner dann zu mir. In der Gemeinde muss man schließlich füreinander da sein. Die Renate brauchte eine Anstellung und ich brauchte Hilfe. Und so ein Haushalt ist wahrhaft keine Aufgabe für unser eins, nicht wahr, lieber Valentin? Überhaupt nicht. Der Bub, der Maxl, ist dann auch bald in die Stadt gegangen. Wir haben schon viel erlebt, die Frau Oberlechner und ich. Da lernt man sich im Laufe der Jahre auch persönlich besser kennen, wenn man so viel Zeit miteinander, also menschlich. Du weißt gewiss, wie ich das meine. Oh, wie kann man denn nur so eine Frage stellen? Sind Sie sich auch über das Beschäftigungsverhältnis hinaus näher gekommen? Wie kann man denn nur so eine Frage stellen? Oh Mann. Was möchtest du mir denn hier unterstellen? Die Renate, also die Frau Oberlechner und ich? Ja, um Himmels Willen. Der Herrgott hat für so etwas kein Verständnis. Ich bin ein Mann Gottes. Dort liegt meine Loyalität. Ich bin vor vielen Jahren einen Bund eingegangen, den mit Gott und meiner Gemeinde. Und diesen Bund ehre ich jeden Tag. Ich kann mir schon vorstellen, wie du auf so einen Schmarrn kommst. Die Leute hier im Ort zerreißen sich immer das Maul über irgendwen. Und trotzdem, oder gerade deshalb, bin ich jeden Tag dankbar dafür, meine schützende Hand über diese Gemeinde halten zu dürfen. Ja, ich bin ja Schnüffler. Ich soll ja nicht geliebt werden, sondern ich soll Informationen sammeln.
Dann gehen wir jetzt mal. Ganz schnell.